Ja, hallo und herzlich willkommen zu den ersten Maler-Vlog-News hier auf diesem Kanal. Ja, was sollen die Maler-News sein oder werden? Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Hier erfahrt ihr Neuigkeiten rund um den Kanal. Sprich, was habe ich vor, was habe ich gemacht, was werden wir machen. Ja, es gibt einfach vorab News für euch. Ja, diese werden extra speziell für euch angefertigt, ne? Ja, und da kommt ich auch schon zum ersten Punkt. Und zwar der erste Punkt ist eine ganz einfache Sache. Es gibt ja bei YouTube, gibt es ja diese Analytics. Und ja, wenn man die mal bei mir anschaut, habe ich 96% keine Abonnenten, also Nicht-Abonnenten, die meine Videos gucken. 96%. Ich finde das hammerhart, also wenn das 50-50 wäre, würde ich sagen, ist in Ordnung, würde ich aber auch nicht verstehen. Aber 96%, wow, das ist wirklich hammerhart. Das bedeutet, dass fast das Doppelte normalerweise da wäre. Ja, und da frage ich mich, warum abonniert ihr nicht? Bitte mal unten in die Kommentare, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, warum interessiert euch nur ein Thema, dass ihr deswegen diese Videos guckt oder vielleicht zwei Themen? Ja, so ein Abo, ja, wenn mich jemand abonniert, das bedeutet für mich immer, okay, ich mache mal, das ist sozusagen eine Belohnung, ist das, ja? Als wenn ihr mir pro Abonnent ein Leckerli, und ich habe Hunger. Nein, Spaß beiseite, aber das würde ich gerne mal wissen. Ich verstehe es nicht, weil wenn mir ein YouTube-Kanal gefällt, dann abonniere ich ihn und möchte dann auch mehr von ihnen sehen und überlasse es nicht den Zufall, dass ich denn vielleicht irgendwie mal vorgeschlagen werde. Aber könnt ihr mal in den Kommentaren hinschreiben, vielleicht kann man mich auch nur einmal ertragen, aber ab in den Kommentaren, nur so kann ich besser werden für euch. Ja, vielen Dank dafür. Ja, der nächste Punkt wäre bei den Maler Vlog News. Das wäre, ich habe jetzt eine Facebook-Gruppe. Aber nicht irgendeine Facebook-Gruppe, sondern die blende ich mal ein. Die heißt Kreative Wandideen, glaube ich, ne? Ja, Kreative Wandideen, die blende ich mal ein. Und diese Kreative Wandideen, die Gruppe soll dazu sein, dass ihr Maler oder Hobbyhandwerker, ihr da draußen, dort Sachen posten könnt. Ja, wenn ihr zum Beispiel ein Kinderzimmer gestaltet mit irgendwelchen Techniken, wenn ihr mal sagt, Mensch, ich habe noch im Keller von meiner Oma irgendwelche Tapeten, die knall ich mal an die Wände ran. Sämtliche Gestaltungstipps und Tricks, die ihr habt, wie man Räume gestalten kann, explizit Wände, ja, also wenn ihr natürlich was Geiles an der Decke habt, kann das auch rein. Es geht alles rund um die Gestaltung der Räume. Schreibt bitte kurz, da ist eine Anleitung, was ich da gerne drin hätte, so dass es jeder nachmachen kann, welche Materialien ihr verwendet habt und was ihr überhaupt bezwecken wollt mit dieser Technik. Ja? Man sagt ja immer, wenn man Wände zum Beispiel dunkel streicht, dann kommen sie einem entgegen. Das heißt, man macht einen tiefen Raum, holt man sozusagen optisch ein bisschen näher ran. Ja? Also eine kleine Erklärung, ihr müsst keinen Roman schreiben, sondern so zwei, drei Sätze dazu. Unter dem Bild wäre oder über dem Bild wäre perfekt, wäre klasse. Ihr könnt dort auch Kommentare reinschreiben, posten. Also bitte, wer in diese Gruppe möchte, ist auch optimal für Selbstständige, für Handwerker, die sich kreativ machen wollen. Ich stelle mir vor, gerade Kindergärten, wenn Kindergärten, Schulen da sind, die sagen, Mensch, wir möchten unseren Gruppenraum einmal neu streichen, neu ändern. Guckt einfach drauf. Es ist jetzt noch gerade in den Startlöchern. Ich habe nicht so die großen Abonnenten und die großen Fans, die hinter mir stehen. Das heißt, diese Gruppe wird langsam wachsen. Ja, ich versuche noch der Maler noch mit an Bord zu holen, dass er dort auch als Admin ist und seine Fähigkeiten als Maler dort einsetzen kann. Das wäre sozusagen heute der Punkt 2 auf die News. Also kreative Wandideen, bitte der Gruppe beitreten. Danke. Ja, und da wir gerade mit Internetseiten zugange sind, ich habe eine eigene Homepage. Diese Homepage heißt malervlog.de. Das blende ich auch mal ein. Auf dieser Homepage findet ihr Sendezeiten. Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Ziele? Warum mache ich das überhaupt, die ganze Geschichte? Da sind noch meine Werkzeuge verlinkt, was ich für Werkzeuge benutze. Die Seite ist allerdings auch noch in Aufbau. Das heißt, ich brauche natürlich die kreativen Sachen von euch, um Sachen einzubetten. Aber vorab,
Die wird, oder sagen wir mal so, ich werde die demnächst freischalten. Ja, das ist, macht keinen Sinn, wenn ihr auf eine, naja, mit wenig Inhalt auf eine Internetseite stoßt. Ich werde die Seite demnächst freischalten, aber nur fürs Hinterstübchen. Ich bin am Arbeiten, malervlog.de. Da wird demnächst ja, mehr Informationen über diesen Kanal einzusehen sein. Ja? Gut, was habe ich denn noch Neuigkeiten? Ja, der Umbau der Werkstatt geht wirklich schleppend voran. Dafür muss ich mich entschuldigen. Das Problem ist, jeder will noch, also die Maler, die wissen das sicherlich, jeder braucht noch einen Maler vor Weihnachten. Ja, wir haben jetzt schon, wir steuern jetzt schon hart auf den November, also noch einen Tag, glaube ich, dann ist November. Und da möchten natürlich alle Leute noch schnell was renovieren. Ich konnte mir heute noch schnell einen Tag freischaufeln. Da muss ich aber auch leider Videos produzieren. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte ich hier weitermachen, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch meiner Hauptbeschäftigung nachgehen. Und deswegen sende ich jetzt lieber ein paar Videos raus. Das finde ich persönlich wichtiger. Das andere werde ich bestimmt noch die ein oder andere Zeit, wo ihr mich begleiten könnt, wie ich das hier alles umbaue. Ja, ich habe hier eine Dekopiersäge von Record Power. Die kann ich ja mal kurz mal einblenden, nachdem ich hier die Product Placement Sachen hier weg habe. Nein. Ja, Moment, ich blende es euch mal ein da unten. Das ist meine Dekopiersäge hier. Das hier von Record Power. Die habe ich mir zukommen lassen. Ich habe mir dort auch schon mein erstes News-Buchstaben das wird sozusagen mein News-Logo. Das habe ich schon alles gemacht. Ihr seht, ich bin nicht gerade der beste Schneider oder Säger mit der Dekopiersäge. Das liegt einfach daran, weil das Ding schief schneidet. Also ich halte das gerade ran. Das ist sozusagen wie damals bei der Bundeswehr mit einem Gewehr, wenn du geschossen hast. Du musstest nie auf das Ziel zielen, du musstest immer daneben schießen, um das Ziel zu treffen. Sowas nennt man Haltepunkt und das hat so eine Dekopiersäge auch. Gut, Rest wird rausgeschliffen. Ich bin ja Maler, ich kann das ja reparieren. Das ist ja nicht kein Problem. Habe ich zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber man kriegt alles wieder hin. Ne? Man muss es nur einfach tun. Ja. Ja, und ich bin ja auch Administrator bei der Heimwerker-Hilfegruppe von Der Maler. Und ich würde euch auch dort bitten, einmal, dass ihr dort einmal in die Gruppe reinkommt. Das wäre wirklich schön. Warum? Es ist wirklich eine Gruppe, die sofort nach oben ging, wo der Maler und etwas später bin ich dazu gekommen als Admin, die aufgemacht haben. Und wir sind jetzt schon bei, ich muss lügen, jetzt bestimmt knapp 900 müssten wir jetzt schon sein, 900 Mitgliedern. Und verschiedene Berufe sind dort, das heißt auch nicht nur malertechnisch, sondern auch sanitär. Ich glaube, ein Glaser haben wir auch mit dabei, Gärtner sind da mit bei. Da sind verschiedene Berufszweige, nicht nur Handwerker, auch andere Berufszweige. Und sowas nennt man eine Verbindung. Und diese Verbindung ist immer wichtig. Wenn man zu Hause oder wenn man zum Beispiel mal gerade die ganzen Häuslebauer, wenn ihr da irgendwie Fragen habt, ihr könnt die fragen. Das ist wirklich eine super nette Community. Das wünsche ich mir auch bei meinen kreativen Wandideen, dass diese Community so nett ist. Also wäre schön, wenn ihr die beiden Gruppen einmal beitreten könntet. Ich schicke euch einfach mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Da braucht ihr dann nur drauf zu klicken und dann nehme ich euch an oder der Maler. Okay. Ja, dann ist mir aufgefallen, Schimmelpilze bearbeiten. Da ist eine große Nachfrage dran. Ich kann jetzt wirklich nur jeden YouTuber und jeden Mensch, der eine falsche Information geht, eigentlich nur warnen. Ja, mit Schimmelpilzen ist nicht gut Kirschen essen. Haltet euch dort ein wenig zurück mit den Informationen. Nicht, weil wir es nicht können, sondern weil jeder Fall unterschiedlich ist. Und wenn ihr eine Ferndiagnose macht und dort passiert irgendetwas, ja, ihr seid leider das Fachpersonal für die, die das produzieren, die das senden. Ihr habt eine Verantwortung gegenüber euren Zuschauern. Das könnt ihr nicht einfach so machen. Ich werde mich auf dieses Glatteis allerdings demnächst einmal bewegen. Da werde ich einen kleinen Crashkurs geben, werde aber nicht die Behandlungsmethode sagen. Ich habe sozusagen das Zertifikat, dass ich Schimmelpilze
beseitigen darf. Das muss ja fachgerecht gemacht werden. Wir spielen hier ja mit Menschenleben, ja. Und ich finde das eigentlich normalerweise nicht gut, dass einige YouTuber nur um eben halt was aufzubringen, Schimmelpilz, auch wenn das nur eine Fensterleibung ist. Ich stelle mir immer vor, das ist ein Schlafzimmer, da zieht eine schwangere Frau ein und ihr kommt dann mit euren Fungiziden dort an und sprüht das alles da rein. Es ist wirklich, mit Fungiziden kann man Schimmelpilze abtöten, aber es hat aber auch eine Nebenwirkung, diese Fungiziden, und ich finde, das ist gravierend. Deswegen möchte ich, wenn das jetzt andere YouTuber sehen, ja, entweder würdet ihr dort nochmal einen Hinweis einblenden in euren Videos, dass Fungizide auch gesundheitsgefährdend sind. Aber das ist mir aufgefallen, ich finde es gravierend. Ich glaube nicht mal, dass es ein deutscher Kanal ist, aber egal. Ich möchte da niemanden anprangern, aber bitte überlegt es einmal bei einer Schimmelpilzsanierung, da hört der Spaß auf. Es ist sogar bei uns in Deutschland meldepflichtig, ab einer gewissen Größe müssen wir das melden, und ihr glaubt gar nicht, was es für ein Aufwand ist, dieses zu entsorgen und so weiter und so fort. Ihr braucht spezielle Staubsauger, ihr müsst den ganzen Gang von der Schimmelstelle bis hin zum Auto, wo es abtransportiert wird, der Sondermüll in Anführungsstrichen, müsst ihr sozusagen komplett einpacken, dass es nicht kontaminiert wird, ja? Und das sind so die Sachen, die kann man nicht in einem Video sagen, ja komm, jetzt machen wir mal ein bisschen Schimmelpilz, sondern es wäre, wenn, die erste Hilfe bei Schimmelpilz. Da gibt es so einige Methoden. Allerdings muss dann explizit darauf hingewiesen werden, wie man es beseitigt. Ja, das wollte ich nur mal loswerden. Dafür sind die News jetzt da, dass da Sachen sind, die mir so ein bisschen negativ auffallen auf YouTube, dass man da gleich entgegenwirken kann, ne? Weil ich muss es noch mal ganz klar betonen, es sind nicht viele Fachleute, die Malervideos machen, sondern es wird einfach ein Video gemacht und ja, nur um eben halt Klicks zu haben, ja. Wirklich nur gelernte Maler und Lackierer, die können euch wirklich gute Auskunft geben über diesen Bereich, gerade in diesem Extrembereich. Wie man eine Wände streicht, das kann auch, was weiß ich, das kann auch irgendein x-beliebiger YouTuber euch erklären. Das ist nicht das Gravierende, aber es kommt auf das Kerngeschäft drauf an. Es kommt auf die wichtigen Sachen an. Da bitte einmal kurz, ja, am besten Rücksprache halten in der Heimwerker-Hilfegruppe. Dort könnt ihr nämlich Bilder reinposten. Selbst das, wenn ihr Bilder reinpostet, das kann zwar einiges schon ausklammern, aber es gibt wirklich ein Protokoll, was man ausfüllen muss von mehreren DIN A4 Seiten, um Schimmelpilze auf die Spur zu kommen. Und dann kann kein YouTuber das einfach mal kurz durch ein Video, ja, abdecken. Also wirklich seid vorsichtig, was euch YouTuber sagen. Holt euch die Informationen von mehreren Seiten rein, gerade wenn es um lebensgefährlich, uns wurde damals gesagt auf dem Seminar, wir sollen nicht sagen, dass es lebensgefährlich ist, aber es sind ja krankmachende Substanzen, diese Schimmelpilze, und ja, das wollen wir natürlich nicht. So, das ist jetzt genug darüber gelabert, jetzt geht's zu den weiteren News. Was gibt es noch für Neuigkeiten? Ja, ich sammle jetzt Maschinen, das heißt, als nächste Anschaffung wird noch eine Bandsäge sein. Das wird noch was mit Schleifen zu tun haben, also irgendwelche Schleifmaschinen, Bandschleife habe ich schon gehabt, da brauche ich mir eine Vorrichtung. Aber dieses komische Ding, was im Hoch und Runter geht, dieser runde Schleifer, sowas will ich haben. Oder ich baue mir selber irgendwelche Schleifgeräte. Ich habe noch so ein altes Gerät, was man anschalten kann und wo es dann anfängt, einfach sich zu drehen. Und da kann ich mir so selber so einen Schleifteller drauf bauen. Sowas wird kommen, Tischkreissäge, die wird noch kommen, sodass ich hier einige Sachen basteln möchte, weil ich möchte nicht nur das auf die reine Malerei ja, spezifizieren, sondern ich will auch drumherum. Ich möchte zum Beispiel das volle Paket anbauen, wie man zum Beispiel einen Bilderrahmen baut und diesen dann eben halt in verschiedenen Techniken präsentiert und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, das soll es gewesen sein für die erste News-Folge auf Malervlog. Und ja, postet bitte die Sachen einmal kurz in die Kommentare, warum ihr die Videos guckt und nicht abonniert und mich abonniert habt. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Nur so kann ich besser werden und besseren Content für euch liefern. Ja, ihr bestimmt sozusagen grob das Programm. Ich kann nur dann reagieren, wenn ich auch weiß, was verkehrt gemacht wird oder woran es liegt eben halt. Ja? Bisher gehe ich davon aus, das sind einfach nur Leute, die zum Beispiel jetzt ein Problem haben, die sagen, Mensch, wie spachtel ich eine Wand? Gucke ich mal kurz rein.
der Rest interessiert mich nicht. Das wäre natürlich möglich, kann ich auch verstehen, da würde ich auch nicht unbedingt einen Kanal abonnieren, aber postet mindestens mal bitte kurz rein, warum, wieso, weshalb, warum. Ja, vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt und ja, dann bis zu den nächsten News oder zu den nächsten Projekten. Bis dann.